Herzlich willkommen bei Stream Talks. Wir sprechen heute über Spionageserien und das sind meine Gäste Antonia Stabinger, Emil Bobi und Franco Schädel. Antonia, du bist in verschiedensten Berufsfeldern zu Hause. Du bist Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin, Moderatorin. Das wären eigentlich lauter gute Voraussetzungen für eine Spionin. Stimmt eigentlich, aber eine sehr lustige Spionin. Ich glaube, die Leute müssten dann so viel lachen, dass sie mir dann ihre Geheimnisse erzählen. Vielleicht wäre das auch ein Go-To. Wir werden gleich herausfinden, was einen Spion tatsächlich ausmacht. Emil, du warst lange investigativer Journalist, hast auch als Kriegsreporter gearbeitet und machst jetzt hauptsächlich das, was du am liebsten machst, nämlich du arbeitest als Schriftsteller, schreibst Bücher. Du hast ein Buch geschrieben über Wien als Spionagedrehscheibe. Wie viele Spione, glaubst du, gibt es aktuell in Wien? Ganz viele. Es gibt an die 18.000 als Diplomaten akkreditierte Leute, die für Botschaften arbeiten. Was machen 18.000 Diplomaten? Was machen die? Wie viele davon, glaubst du, sind Spionage? Die sind mindestens die Hälfte. Sehr spannend. Ja. Wir werden nachher gleich nochmal da mehr darüber sprechen. Ja. Lieber Franco, du bist Filmjournalist bei Film.at. Meine Frage ist, hast du einen Lieblingsspionagefilm? Also auf jeden Fall keine Bond-Filme, die sind schon etwas unrealistisch, aber so Klassiker, Der Spion, aus der Kälte kam, aber auch die John le Carré-Verfilmungen, Dame, König, Ass, Spion, da gab es auch eine großartige BBC-Fernsehserie in den späten 70er Jahren, da war der John le Carré selber auch sehr beeindruckt vom Alec Guinness, wie der den Smiley dargestellt hat. Das hat er dann auch Geschichte geschrieben, weil die schauen dann alle so ähnlich aus, die Figuren. Auch heute, wenn wir da die Serie besprechen werden bei Canal Plus, die ist auch dann der optisch rein angepasst daran. Sehr spannend. Gut, wir sprechen gleich mehr darüber. Im Spotlight schauen wir uns jetzt drei Produktionen an. Zwei deutsche, die sich dem Thema mit schrägem Humor nähern und eine klassische Trenchcoat-Spionageserie. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Agent und Spion? Man hört immer diese zwei Begriffe. Also ich würde sagen, der Spion ist so eher der Edlere, der sich die Finger nicht schmutzig macht, vielleicht sogar mit einem General vergleichbar. Und die Agenten sind dann, würde ich sagen, das Fußvolk nach meiner Auffassung, die dann irgendwo rausgeschickt werden. Jetzt musst du dort jemanden umbringen oder wen entführen oder eine Fabrik in die Luft sprengen, sowas in der Art, schätze ich mal. Was man halt so macht als Spion. Natürlich. Ich verstehe. Emil, sprichst du von Spionen oder Agenten, wenn du, oder AgentInnen? Ich glaube, intern wird da wenig differenziert. Gell? Ah ja. Ja, es geht um Mitarbeiter bei Geheimdienstorganisationen. Was die genau machen, soll so ohnehin nicht nach außen dringen. Das heißt, auch die Begrifflichkeit ist da nicht so definiert. Ich glaube, man kann einen Agenten schon eher so einen Zuträger vielleicht nennen oder so. Alleine der KGB hat in Wien 300 Wiener Polizisten als Zuträger gehabt. Ja? Also auf allen Ebenen gab es die und das sind alles keine Spione. Ja. Würde ich meinen. Wer sind eigentlich die klassischen Spione, SpionInnen der Filmgeschichte? Also da fällt mir was ganz Frühes ein. Gab es mal schon in den 20er Jahren, Mitte der 20er, eine Oberst-Redl-Verfilmung nach dem wahren Fall. Das war ja praktisch der österreichische Kim Philby, den wir ja heute noch auch besprechen werden. Auch ein Doppelagent, gezwungenermaßen. Homosexualität erpressbar gewesen. Dadurch hat dann die Russen Geld und Informationen weitergegeben und das wurde dann auf klassisch militaristisch altösterreichische Weise gelöst. Er wurde enttarnt, in ein Zimmer gebeten, alleine gelassen, eine Waffe ist dort gelegen und dann hat es Knall gemacht und er hat das Problem aus der Welt geschafft und ein Stummfilm gleich dann draus gemacht worden, 1925. Ja, sonst gibt es zum Beispiel Serienfiguren wie den Lemmy Caution, der vom Eddie Constantine gespielt wurde in den 50er Jahren. Das war dann schon eine Vorfigur von Bond, der dann in den 60er Jahren losgelegt hat. Das sind eben diese Glamour-Figuren, die Männerfantasien, die unrealistischen, die Actionhelden, die das Unmögliche möglich machen und immer überleben natürlich und noch die besten Frauen abkriegen. Und parallel dazu gab es dann auch immer die mehr auf Realismus abzielenden, da habe ich eh schon den John le Carré erwähnt, der Spion, der aus der Kälte kam und diese ganzen George Smiley-Filme und in jüngerer Zeit Robert Ludlum-Verfilmungen, die Bourne-Identität und die ganze Reihe auch etwas realistischer aufgezogen. Sind sie tatsächlich realistischer? Was ist ein Vorbild für James Bond zum Beispiel? Irgendwann sind doch diese Filme aufgekommen. Ich glaube nicht, dass das ein reales Vorbild hat, so etwas. Was hier abgehandelt wird, sind eher Problemfälle in der Spionageabwehr.
Ja? Ah ja. In der Spionageabwehr. Und da geht es meistens um eine Säuberung in den eigenen Reihen. Sie müssen finden, wer verrät uns hier. Ja? Der Spion ist ja nicht in der Lage, etwas selbstständig herauszufinden. Alles, was er, oder fast alles, was er machen kann, ist jemanden zu finden, der bereit ist, ihm etwas zu verraten. Das heißt, wenn du jetzt ja? vorher gesagt hast, in der Wiener Polizei gibt es einige... Nicht jetzt, hoffe ich. Gibt es weniger. Heute gibt es weniger als damals. Weniger, auch nicht keine. Spannend. Dann werde ich das nächste Mal, wenn ich eine Verkehrskontrolle habe, den genau anschauen. Aber das heißt, die wurden quasi akquiriert. Na und ja, dann klar. Ja, die haben Geld verdient und so. Und dann haben sie nur mit Rubel eingekauft in Wien. Und, voll unauffällig. Man muss ja dazu sagen, dass die österreichische Staatspolizei von wem gegründet wurde? Vom KGB. Ja, und das Equipment der Goldhaube, also diese Überwachungsanlage, ist von den Amerikanern gekommen. Also die kriegen alles. Was ist die Goldhaube? Darf ich das sagen? Das ist eine Überwachungsanlage, die nach Osteuropa und nach Südeuropa hineinhorcht. Das heißt, es gibt eine sehr weitgehende Kooperation nach wie vor. Und da lauscht man in den Osten hinein, oder wie darf man sich das vorstellen? Da hört man dann Gespräche, die jetzt gerade irgendwo in Bukarest, die Familie mögliche. Am Mittagstisch sitzt, da hört man Gespräche. Ja, aber weit. Nicht? Ich weiß nicht, wie weit es geht, aber das geht hunderte Kilometer weit. Und du hast ja auch gesagt, dass es jetzt nicht das Schlimmste ist, das Spionage, wo wir ja immer glauben, oh, es gibt Spione, man denkt sich, das ist was Schlechtes. Du sagst, nein, das ist eigentlich lebensnotwendig. Absolut. Oder also erstens sind einmal Spione völlig ungefährlich. Mhm. Würden nie etwas tun, mit dem man auffallen würde, an Vollspaten oder gar noch etwas Ärgeres. Das sind Leute, die vollkommen ungefährlich sind. Auch die öffentliche Sicherheit wird dadurch überhaupt nicht gefährdet. Alle spionieren, selbstverständlich. Und die machen alles, was sie können, nicht nur, was erlaubt ist. Alles, was technisch möglich ist, machen sie, weil hier geht es um existenzielle Dinge. Ein Staatsinteresse beginnt mit der Sicherheit. Und das würde alles machen. Was ist technisch möglich? Kann ein Handy abhören, auch wenn ich es nicht eingeschalten habe? Ich habe keine Angst vor der NSA oder so oder vor den Organisationen. Wie kann ich verhindern, dass Google weiß, wo ich mich befinde? Das ist aus meiner Sicht alles überflüssig, weil die haben alles längst. Ja? Und man kann beruhigt sein, weil sie suchen uns nicht. Ja. Sie wollen uns nicht. Ja. Sie sind fokussiert auf etwa 100.000 Individuen, die als Gefährder eingestuft werden. Alle anderen interessieren sie nicht. Mhm. Also bald man ihnen dann zu nahe tritt und sie zu enttarnen droht, dann könnten sie ja schon gefährlich werden. Nein, werden sie sicher nicht. Das ist alles falsch, was hier dargestellt wird. Das hat mit Spionage auch nicht wissen Sie das selber auch. Nein, also James Bond hat zum Beispiel nichts mit Spionage zu tun, deiner Ansicht. Nein, überhaupt nicht. Da geht es um die Technik des Erzählens und nicht um eine korrekte Wiedergabe irgendwelcher Inhalte. Das stimmt. Ja. Völlig richtig. Aber Emil. Und das machen diese Serien alle gut. Das sind ja gute Techniker, keine Frage. Ja. Nur, wie gesagt. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, dass du sagst, mit Spionage hat das eigentlich wirklich sehr wenig zu tun, weil eigentlich ist ja der Reiz, dass man in dieser Welt eine Geschichte erzählt, die dann durchaus spannend sein kann, wo dann vielleicht Sachen auf einmal passieren, die so nicht passieren würden. Wahrscheinlich im echten Leben wäre die Cleo nach 3 Minuten erschossen worden, völlig langweilig für den Rest der Serie, aber für die Serie halt besser. Aber schade, dass das zu wenig mit der Realität zu tun hat. Du hast den Spion Ladislav Bittmann getroffen. Ja. Was hat der denn für einen Eindruck gemacht? Das ist ein wunderbarer Mensch, also den mag ich sehr gern. Bittmann war bereits unter Verdacht, dass er vielleicht nicht ganz sauber ist und er ist observiert worden. Nur wusste er das, weil er nicht auf der Nudelsuppe daherkommt. Und er wusste, dass seine Wohnung bis 3 Uhr in der Früh überwacht wird. Und dann ist er halt um 4 Uhr gegangen. Ja. Aber was hat er da? Er hat gesehen, dass draußen jemand gewartet hat. Er hat gewusst, wie die Organisation arbeitet, für die er selbst jahrzehntelang gearbeitet hat. Okay. Ja. Er hat auch in diesem Buch einen sehr schönen Beitrag geschrieben, in dem er sich daran erinnert, wie das damals war, wie er abgesprungen ist. Du hast doch was über den Alltag von Spionen während der Zeit des Kalten Krieges geschrieben und wolltest doch was vorlesen, oder? Ja, ich kann euch einmal vorlesen, wie spektakulär
besonders erfolgreiche Aktionen in Wien waren. Die Wohnung des Verräters befand sich im zweiten Stock eines großen Hauses in der Wiener Innenstadt, nahe am Stephansplatz. Die KGBler studierten die Anordnung der Räume und die Lage des Safes, kopierten Schlüssel und arbeiteten einen minutiösen Plan aus. KGB-Techniker, die extra aus Moskau anreisen sollten, mussten in der Lage sein, in die Wohnung einzudringen, innerhalb kürzester Zeit Akten zu kopieren und wieder zu verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Der erste Versuch blieb der einzige Teil der Operation, der als filmreif durchgehen könnte. Der kopierte Schlüssel blieb im Schloss stecken, Kondratschew, traten Schweißperlen auf der Stirn. Wenn jetzt jemand auftauchte, war alles im Eimer. Kondratschew aber schaffte es. Er befreite den klemmenden Schlüssel und die KGB-Profis konnten erleichtert davonlaufen. Die Aktion war abgebrochen und musste verschoben werden. Beim zweiten Mal klappte es schließlich. Nun konnten die KGB-Techniker die heiß ersehnten Geheimberichte der Franzosen kopieren. Spannend, filmreif. Ja, das war's, ne? Du ja selber. Weil wir ja hier jetzt auch über Serien und Filme sprechen. Ja. Das ist das, was uns so fasziniert an Spionageserien, an Spionagefilmen. Warum schauen wir das so gerne? Ja, jetzt mal abgesehen von der reinen Unterhaltung auf ernsthaftere Filme konzentriert, dann würde ich sagen, es ist das Sinn der Paranoia, des Ungewissen, des Erforschenwollens, dann alles sehr düster auch, jeder verdächtigt jeden. Und bei Filmen ist es dann auch so, dass sie auch privat dann darunter leiden, also sie können keine Verbindungen aufbauen, es geht alles in die Brüche, das sieht man auch bei der Cleo, obwohl ja die eher komödiantisch angelegt ist, aber der eigene Vater verrät seine Frau, seine Tochter, die dann in den Westen ausgewagoniert wird, dann die Cleo selbst verrät er und nimmt in Kauf, dass die Enkeltochter lebenslang ins Gefängnis kommt. Also es geht alles schief, kann man sagen. Alle Verbindungen, alle Privaten sind da zum Scheitern verurteilt. Das klingt eigentlich alles wirklich sehr furchtbar und da bin ich eigentlich froh, dass die Realität nicht so schlimm ist, weil bei der Cleo, ich finde das auch so dramatisch, man beginnt ja diese Hauptprotagonistin zu lieben und die ist ja auch sehr quirky und lustig auf ihre Weise und dann geht alles schief, alles, aber es ist auch sehr lustig dabei, das finde ich gerade bei der Serie toll. Wer könnte mich betrügen, ist da auch... Genau, ist mein Partner, meine Partnerin in Wirklichkeit eine Spionageperson, also grauenhaft, ich habe das verdauen müssen. Aber. Ist das Alltag, Familienmitglieder zu verraten? Ist das? Das kam schon vor, das kam häufig vor, ja. Der Kim Philby zum Beispiel, der ja 30 Jahre lang für die Russen gearbeitet hat und seine engsten Freunde immer belogen. Wie haltet man sowas aus, frage ich. Er ist Alkoholiker geworden oder war es dann schon die ganze Zeit. Und wenn man dann betrunken ist, dann hat man trotzdem die Kontenance. Ja, halt, dann sagt man, ich bin mir auch noch als du denkst. Das ist die gute Ausbildung, die das dann ausmacht. Oft würden sich Geheimdienstorganisationen, würden sie gern zugeben, dass sie für einen Erfolg verantwortlich sind, dass sie einen Anschlag verhindert haben oder so, aber das können sie nicht. Das heißt aber diese Spioninnen, die können eigentlich nie Lorbeeren ernten. Niemals. Die richten ihr ganzes ein Leben darauf aus. Undankbarer Job. Sind eigentlich die wahren Superhelden, könnte man auch sagen. Ja. Wie hat Deutschland 89 das Thema umgesetzt, eurer Meinung nach? Mein Eindruck ist, hier werden Geschichten von Menschen über Menschen erzählt. Und das vor einem bestimmten Hintergrund, vor einer Kulisse. Und das ist so dann Deutschland 89 und da ist Spionage. Aber etwas über Spionage, ich glaube auch nicht, dass das die Absicht der Filmemacher war. Hier etwas über ich Spionage. Ich glaube aber schon auch, dass, doch. Ich glaube schon, sie pflegen halt dann so Persönliches ein, damit es noch ein bisschen emotionaler wird. Nein, es ist aber nur persönlich. Naja, aber was mich interessiert. Das ist vielleicht eine Verhörsituation, naja, gut, aber da ist ja dafür, weibliche Beamtin und die macht dann Verhör und scharf und so, eine scharfe Denkerin, aber das sagt überhaupt nichts über Spionage aus, oder? Aber was mich interessieren wird, gerade bei Deutschland 89 wird der Protagonist ja dazu gezwungen, quasi als Doppelagent oder als verdeckter Agent in den Westen zu gehen. Ist sowas gängig, dass man einfach jemanden hineinzwingt? Weil ich denke mir, dann ist mir auch nicht gut. Das kann oder? Ich mir nicht vorstellen. Ich weiß ja nicht, was ich da halt recherchiert habe und so weiter. Und dieser Bereich würde ja nicht funktionieren, wenn jeder alles weiß drüber. Ja. Schade. Aber das stimmt alles nicht. Ja. Das,
Hier werden einzelne Vorkommnisse summiert und verdichtet und bei der Cleo passiert ja einfach alles auf einmal und so. Ne? Da wird auch viel mit Gift gearbeitet. Ja, da wird dann jeder Zweite vergiftet und so. Und sie killt dann alle und so. Ich finde es lustig, aber glauben tue ich ihr das überhaupt nicht. Ich möchte jetzt kurz nochmal den Filmexperten fragen, lieber Franco. Wie fandest du Deutschland 89 umgesetzt, von der filmischen Seite her? Ist fast auf dokumentarische Weise, weil sie auch immer wieder die Originalbilder eingeblendet haben. Also es ist wesentlich zurückgenommener natürlich als die Cleo, nicht die Tarantino-Anklänge. Also es ist doch etwas, wie gesagt, zurückgenommen, würde ich mal meinen. Schaust du sowas lieber oder lieber eine Serie wie A Spy Among Friends zum Beispiel? Also A Spy Among Friends hat mir mehr gefallen. Aber das ist ja auch so John le Carré-artig. Das ist ja auch eher, sagen wir mal, realistischer angelegt. Es gibt ja viele Gesprächspassagen, die sogenannte Action ist ja kaum vorhanden. Einmal gibt es eine ganz kurze Schießerei, wo eine Frau dann getötet wird, die gerade abhört. Aber ansonsten ist das auch alles nur zwischenmenschlich und ja auch gut aufgebaut, weil immer wieder werden bestimmte Szenen angespielt und immer wieder kommt man darauf zurück, die ewigen Rückblenden, dieses berühmte Gespräch in Beirut, was da die beiden Freunde miteinander geführt haben. Und in jeder Folge kommt dieses Gespräch nochmal da zurück, noch ein neues Schnitzel davon wird eingespielt, ein Schnipsel, und ganz am Schluss erst weiß man dann richtig genau, was da passiert ist. Ja, es ist spannend. Ich fand auch überraschend spannend, obwohl sehr dialoglastig und wenig Action, es passiert wenig. Ja, also in Cleo war sehr farbig, sehr fresh, sehr neu, diese junge Protagonistin. Und dann seine ältere Herrenfreundschaft anschauen war ein bisschen, ich muss es offen zugeben, ich mag das halt gern, wenn es ein bisschen weggeht, wenn wir eh schon gerade gehört haben, es ist total, also eigentlich nicht besonders nah an der Realität dran, dann gerne auch ein bisschen ins Surreale. Ich mag auch, dass bei Cleo am Schluss dann dieser Techno-Freund das einfach wirklich abgeholt wird. Das sind ja auch absurd, surreal dazwischen, oder? Ich finde es halt so schön, dass trotz dieser ganzen Blutrünstigkeit, dass es wirklich sehr viele lustige Stellen gibt und auch sehr überraschende Twists. Und was mir besonders gut gefallen hat, und ich glaube, das ist kein Spoiler, das kann man erzählen, dass plötzlich ihr dummer Schuh quietscht. Und das gibt allen Szenen plötzlich so eine Komik und es ist unfasslich gut inszeniert, finde ich. Zweite Staffel ist ja schon bestellt, das weißt du ja hoffentlich. Ja, ich habe auch schon gesehen. Dass die Serie scheint zu funktionieren, lese ich an deiner Reaktion ab, obwohl sie nichts über Spionage vermittelt. Genau, es ist halt quasi das Vehikel, das es dann befährt wahrscheinlich. Ja. Aber das, was mir halt gefällt, die Komik, die braucht halt noch andere Ebenen, dass die da reinkommt und die dann unrealistisch machen. Und es ist ja auch noch mehr ein Rachefeldzug, also ein persönlicher Rachefeldzug noch dazu. Das ist eigentlich ihre Vergangenheit. Klar, es ist ein Kill Bill aus der DDR. Ja. Ein Wiedersehen mit einem unserer großen Memen, der es bis nach Hollywood geschafft hat, und andere Neustarts sehen wir jetzt im Trailerpark. Bei The Consultant spielt Christoph Waltz wieder mal einen diabolischen Bösewicht. Manche werfen ihm vor, dass er ständig das Gleiche spielt, aber er ist ja tatsächlich sehr gut, wenn er einen Bösen spielt. Wie siehst du das? Er ist gut, aber man könnte ihm schon noch mehr Rollen anbieten natürlich. Er soll mal irgendwas völlig anderes, was Konträres machen. Aber es ist halt diese Falle, in die er da hineingetappt ist, dass jetzt Hollywood sich da drauf fokussiert hat und jetzt meint, er muss jetzt nur noch das machen. Aber er ist auf jeden Fall gut und ich werde mir die Serie sicher auch mit Vergnügen anschauen. Ja. Der macht mich neugierig. Ja. Ja, man will wissen, was macht der? Ja. Man weiß, das ist ein Porträt eines Psychopathen, aber man will eigentlich wissen, wie der agiert. Ja. Alles klar. Ja. Antonia, also, hast du einen Lieblingsfilm, einen absoluten Lieblingsfilm, und kannst du den pantomimisch für uns darstellen? Kannst du mir nicht einen sagen? Ich kann dir auch einen sagen. Ja, wir müssen es auch nicht unbedingt üben. Ich kann dir einen sogar auf einem Zettel anbieten. Ja, ihr bekommt jetzt alle. Dann gehen wir das weiter. Da musst du nicht drüber nachdenken. Ihr bekommt alle hier einen Film. So, jetzt kommt. Ihr habt jetzt alle einen Filmtitel auf euren Zettel stehen. Und es geht darum, dass ihr für uns diesen Film pantomimisch darstellt. Wir anderen sollen ihn erraten. Wer ihn zuerst errät, hat gewonnen. Wer möchte beginnen? Ich. Gut, Antonia. Okay. Groß. Große Erwartung. Großes Wasser. Great Water. Great Gatsby. Big Splash. Big Splash. Groß Splash.
Big Bang Theory. Ja. Oh, ich habe gewonnen. Krass. Endlich habe ich mal gewonnen. Big Bang Theory. Okay, Emil, du bist dran. Danke. Crown? Wikinger. The Crown? Also hat er schon gesagt. The King's Speech. Big Mouse. King Kong. Die Krone, der Menschheit. The Lion's King. Ah ja, stimmt. The Pope. Ja. Ich habe gewonnen schon wieder. Ja. Ah, wie ich König der Löwen steht da. Ah. Aber, finde, das ist ein bisschen schummeln. Du kennst sie aus. Hast du sehr gut gemacht, Emil. Sehr gut, Antonia. Ich freue mich, wenn ihr das so gut macht, dass ich es immer errate. Bitte, lieber Franco. Fünf Wörter. Laufen. Run, Forest, run. Hustlen. Rennen nach, hasten. Hustlen. Fangen. Run. Catch me if you can. Antonia! Ja! Gratulation! Ja, okay, ich bin auch gut dran. Aber das Catchen hat das so gut gemacht. Das kenne ich alles nicht. Okay. Buch. Hm? Der Vorleser. Ja! Extrem gut haben wir das zusammengearbeitet. Aha. Sehr gut, ich sammle eure Sachen wieder ein. Fürs nächste Danke, Mal. Danke, fürs nächste Mal verwenden wir die wieder. Die sind sehr gut angekommen. Und dann weiß ich wieder, welche Filme gemeint sind. Komisch, dann erratest du die schon wieder. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Danke, Antonia Stabinger, danke. Emil Bobi, gerne. Franco Schädel. Mhm. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen einander wieder bei der nächsten Folge von Stream Talks. Bis dahin, folgt uns gerne auf YouTube, TikTok und Instagram. Viel Spaß beim Streamen.